Wenn ich so etwas übernehme, dann mache ich das nicht halb. Wenn ich etwas tue, ob das jetzt im Aufsichtsrat gewesen wäre, mit Rat und Tag zur Seite zu stehen, oder ob das jetzt in der Funktion ist als Trainer, dann mache ich das hundertprozentig. Also geht es, glaube ich, nicht, dass es jetzt um Veränderung geht, sondern es geht darum, eine Situation so aufzunehmen, wie sie ist. Also sehr, sehr schwierig, ja, als 15er, und dann hoffentlich so schnell wie möglich die Punkte zu holen, um nach oben zu kommen. Ne? Also da geht es jetzt nicht um Veränderungen, sondern es geht um Zusammenarbeit. Zusammenarbeit mit allen, die hier vor Ort sind. Hoffentlich auch ein Schulterschluss natürlich mit dem Publikum, mit den Fans, die dieser Mannschaft Energie geben, die dieser Mannschaft Selbstvertrauen geben in dieser schwierigen Situation und auch Geduld haben mit ihr. Aber es geht in erster Linie jetzt darum, zu punkten. Kenne ich und kenne auch das Potenzial und ich weiß um das gesamte Talent, das da ist. Aber im Fußball kann es natürlich auch mal schnell in die andere Richtung gehen, gerade jetzt, wenn ein paar Spiele verloren werden, dann kommen dann die Nerven mit dazu, dann kommen vielleicht Verletzungen mit dazu und dann auf einmal läuft das in die falsche Richtung und das ist leider jetzt halt passiert und dem müssen wir jetzt so schnell wie möglich dagegen steuern, alle miteinander anpacken und nein, der erste Eindruck war sehr positiv, sie hören unglaublich gut zu und sie wollen auch davor, nur die Ergebnisse haben jetzt halt nicht so geklappt. Wichtig ist, dass wir Selbstvertrauen aufbauen, dass sie sich gegenseitig unterstützen, dass sie füreinander da sind. Das sind sie auch. Und ich glaube, mit der Hilfe des Publikums dann auch, ich glaube, da kommen wir raus aus dieser Situation und dann so einen Schritt nach dem anderen. Und jetzt ist eigentlich nur eins angesagt, der Mannschaft zu helfen, mit allen drum und dran, um zu punkten und aus dieser prekären Situation dann so schnell wie möglich rauszukommen. Und ja, das haben wir heute gestartet, dieses Abenteuer.